Okay, einigen ist jetzt bestimmt aufgefallen, dass ich Solar spiele und trotzdem unsichtbar geworden bin. Und genau darum geht es heute, denn mit diesem Bild seid ihr fast die ganze Zeit unsichtbar und euer Waffenschaden erhöht sich um 90% bei diesem Bild und die Ulti ist so oder so ganz gut. Und wenn euch mein Content gefällt und ihr mich unterstützen wollt, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da und einen Kommentar für den Algorithmus. Und ihr könnt auch reinschreiben, was ihr so von Solar 3.0 haltet im Moment und was ihr vielleicht noch für Bildideen hättet. So, also wie spiele ich denn das Ganze? Also wir haben hier auf jeden Fall in der Subclass habe ich gerade die Klingenfeuer dabei. Die Golden Gun, die präzise kann man auch nehmen, aber Klingenfeuer ist halt stärker. Aber je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel beim Boss ist wie bei Riven und man darf die Augen nicht treffen, ist die Golden Gun auf jeden Fall besser. Dann natürlich habe ich das Ausweichen dabei, damit wir unseren Nahkampf wieder bekommen. Wenn der Nahkampf mal nicht trifft oder halt das Ziel nicht komplett tötet. Dann habe ich einen Dreifachsprung dabei. Messertrick auf jeden Fall, die drei Messer. Ich liebe diese drei Messer. Finde ich am besten dafür. Und ich habe die Heilungsgranate dabei. Man kann auch jetzt irgendeine andere Schadensgranate mitnehmen. Aber durch Schießpulver-Glücksspiel habe ich halt so oft, dadurch, dass ich Gegner halt auch mit meinem Nahkampf sehr oft töte, habe ich dieses Ding sehr oft dabei. Deswegen packe ich mir einfach gerne eine Heilgranate mit. Dann habe ich noch Melsinida dabei. Dadurch ist unsere Golden Gun präziser. Und unsere Messer, die wir schmeißen in der Ulti, bei Klingenfeuer schmeißen wir noch mehr. Das heißt, es macht mehr Schaden. Und wenn wir einen Gegner mit unserem Nahkampf töten, kommt dieses Messer sofort wieder zurück. Was natürlich sehr nice ist, da wir die ganze Zeit mit den Messern spielen wollen, größtenteils. Und Fragmente habe ich Blut des Versengens mit dabei, das unsere Klassenfähigkeit schneller auflädt, wenn wir Gegner versengen, also wenn wir sie anzünden. Dann habe ich noch dabei Glut der Fackel. Wenn ich nämlich dann unsere Nahkampfmesser, wenn wir die schmeißen, bekommen wir einen Strahlendeffekt. Und dann habe ich noch Glut des Trostes dabei, damit unser Strahleneffekt oder halt Wiederherstellungseffekt durch die Granate einfach noch ein bisschen länger anhält. Ja, das war soweit jetzt hier meine Klasse. Und auch direkt zum Exo, die Assassinenkappe. Denn wenn wir einen Gegner mit unseren Messern töten, bekommen wir Unsichtbarkeit und ein Teil unserer Gesundheit und unserer Schilder werden wiederhergestellt. Finisher-Todesstöße genauso. Und Todesstöße gegen mächtige Ziele, also jetzt so mit gelben Balken, gewähren längere Unsichtbarkeit und es wird mehr Gesundheit und Schilde wiederhergestellt. Und hier habe ich jetzt gerade Elementarladung als Mod drauf. Dann habe ich hier Solararme dabei und habe Quelle der Macht drauf, dass wenn ich eine Elementarquelle aufnehme, ich dann noch einen Schadensbonus drauf bekomme. Also so gesehen jetzt auf die Solarwaffen. Und hier könnte man jetzt auch noch eine andere Rüstungsmod draufpacken, aber ich habe jetzt gerade hier noch Champion-Mods drin. Dann habe ich noch einen Solar-Oberkörper. Hier habe ich jetzt drin Lebensquelle. Man kann das aber auch noch austauschen, dass man dann zum Beispiel noch mal ein bisschen mehr mit Licht auf Glan mitnehmen möchte. Man könnte aber auch noch mal hier Nahkampfquellenschöpfer reintun, um noch mal zusätzlich halt eine Quelle der Macht zu bekommen. Aber jetzt gerade habe ich hier Rüstung des sterbenden Sterns aus der Season und ich nehme sehr gerne Umgebungsschaden mit, denn durch die Brandbombe kille ich mich sehr oft selber. Dann habe ich hier auch nochmal Solarbeine dabei. Hier habe ich nämlich jetzt auf jeden Fall einmal wenigstens den Quellenschöpfer drin, dass ich halt, wenn ich jemanden mit meinem Messer kille, Sphären der Macht erschaffe. Und dann habe ich hier jetzt gerade noch einen Stasis-Umhang wegen den zwei Mods. Heilzweck-Kickstarter, dass ich halt, damit ich meine Fähigkeit benutze, mein Dodgen, dass ich die halt fast wieder zur Hälfte voll habe. Und hier habe ich halt noch hochenergetisches Feuer dabei und dann erhöhten Waffenschaden habe gegen Feinde. Und jedes Mal, wenn ich einen Gegner besiege, ist ein Stapel damit halt weg. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, okay, ich muss jetzt nicht wegen dem Exo die ganze Zeit Leben wieder kriegen. Dann packe ich mir jetzt zum Beispiel hier diese Mod nochmal rein, dass ich halt nochmal zwei Quellen bekomme pro Messerkill. Und ich habe auf jeden Fall noch Solarwaffen dabei. Ich habe jetzt gerade die Katastrophale aus dem neuen Raid drinne. Die macht halt einen erhöhten Schaden mit Solar wegen meinem Quellen der Machtmod, wenn es halt aktiv ist. Und außerdem allgemein bekommen wir hier strahlend
Und Strahlen sorgt ja dafür, dass wir auch nochmal erhöhten Schaden machen. Und zwar mit allen Sachen. Mit unserer Ulti, mit unserem Nahkampf. Ich glaube, das sind 20% mehr Schaden. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Das ist gerade mein Outfit vom Hunter. Bin ich noch nicht so ganz zufrieden, weil der Exo-Helm ist halt so. Er passt nicht zum Gesamtbild. So, na gut, das war jetzt mein erster Solarbild. Es werden noch einige folgen. Ich wollte halt jetzt am Anfang nicht direkt irgendwas raushauen und am Ende gibt es dann irgendwelche Sachen, die ich dann vielleicht falsch gebracht habe oder die man besser machen kann. Ich habe jetzt wirklich ganz lange rumgeguckt und ich habe jetzt schon einige Sachen, auch mit dem neuen Hunter Exo zum Beispiel, habe ich schon gefunden. Mit dem Titan habe ich auch schon ein bisschen rumgespielt und da wird auf jeden Fall noch weiter was kommen. Also wenn euch der Bild gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Kommentiert auch gerne, wie ihr das findet. Könnt mir ja gerne mal reinschreiben, was ihr gerade so spielt. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ich hoffe, nicht mehr erkältet. Ciao, ciao!